hast du es Philipp mittlerweile gesagt? Heute Abend. Okay. Ich bin echt froh, dass mir das erspart bleibt. Dann pass auf, dass es auch so bleibt. Danke, dass du mitgekommen bist. Hör auf damit. Du kannst damit nicht umgehen. Womit? Du weißt womit. Ich habe gerade echt keine Lust, darüber zu sprechen. Ich aber. Wir machen uns Sorgen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Du prostituierst dich. Wir haben seit Wochen nichts mehr von dir gehört und du gehst auch nicht an dein Handy. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist und ich bin immer für dich da. Aber das muss aufhören. Heute hast du noch Glück gehabt. Aber wie lange soll das noch weitergehen? Machst du das jetzt regelmäßig? Hm? Was bieten sie dir? Na? Sprich mit mir. Ich bin kein scheiß Stricher, Marcel. Nein? Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, haben Stricher Geld für Sex bekommen. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Fick rum, na und? Gerade du musst da was sagen. Fick rum, so viel du willst. Aber benutz ein scheiß Kondom. Wenn du und deine Kunden auf Bär stehen, dann lass dir PrEP verschreiben. Egal was, mach was. Ich habe keine Kunden. Ich würde eh mit denen ficken und bekomme obendrauf noch Geld. Was ist daran so schlimm? Ich habe dein letztes Date gesehen. Du kannst mich belügen, so viel du willst. Aber sei ehrlich zu dir selbst. Du machst dich kaputt damit. Ich habe es echt nicht nötig, mich von dir verurteilen zu lassen. Gerade von dir. Habe ich dich hier behandelt, als wärst du weniger wert, nur weil du positiv bist? Nein. Also bitte erspar mir dein geheucheltes Interesse an meinem Leben. Es tut mir leid. Klar. Was ist los? Ich will, dass du gehst. Was? Warum? Nimm dein Zeug und geh. Weißt du was? Du gehst mal auf das Theater. Ich dachte, du hättest eine Eifersucht im Griff. Und ich dachte, du hättest mir versprochen, dass du keinen Kontakt mehr zu Raphael hast. Ja, da habe ich mich auch dran gehalten. Auch wenn es völlig albern ist. Ach ja? Und wieso bedankt sich dann für deine Hilfe, wenn du noch angeblich keinen Kontakt mehr zu ihm hast? Jetzt liest du schon meine Nachrichten? Wow. Beantworte einfach meine Frage. Hier, lies es doch selber, kennst ja sicherlich den PIN. Ist doch krank. Ist doch nicht mehr normal. Beantworte einfach meine Frage! Ich habe ihn in der Bahn getroffen, einen Arzt empfohlen. Mehr nicht, Lukas. Würdest du mit ihm reden, wüsstest du, dass er in Köln wohnt. Und das schon eine ganze Weile. Da kommt sowas halt vor. Aber du bist ja nur damit beschäftigt, Probleme in unserer Beziehung zu suchen. Das einzige Problem ist deine scheiß Eifersucht. Komm, was in den Griff. Schnell was an. Möchtest du was trinken? Nee, danke. Dann doch, du weißt, wo alles steht. Es hat sich fast nichts verändert hier. Nicht wirklich. Ich wollte jetzt alles renovieren, weil die ganze Wohnung an dich erinnert, aber irgendwie gefällt mir das. Tut es das?
Natürlich. Gibt, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ja. Weil du mich betrogen hast. Ja. Und es tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Hast du aber. Ich weiß. Das ist mir immer noch wahnsinnig viel. Dann vergiss doch einfach, was passiert ist. Wenn ich das kann, dann wirst du das ja wohl auch schaffen. Das ändert aber nichts an der Ursache. Ich werde mich nicht ändern und du wirst dich auch nicht ändern. Könntest du doch wenigstens probieren. Das haben wir gemacht. Es bringt doch nichts, wenn wir uns füreinander verstellen. Wir haben beide jemanden verdient, der uns so nimmt, wie wir sind. Ich werde immer für dich da sein, versprochen. Spuck's aus. Spuck's aus. Was? Was immer du versuchst, mir die ganze Zeit zu sein. Gott, bist viel zu aufmerksam. Was? Vergiss es. Es ist nichts. Ich trau mich einfach nicht. Ich mich auch nicht. Was? Wir sagen beide auf drei, was uns beschäftigt, okay? Okay. Eins. Zwei. Drei. Ich bin mir nicht sicher, was das hier soll. Sorry. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Ich bin nicht schwul. Positiv. Okay. Wow. Ich dachte, ich verliere dich wegen meinem Status. Ja, da lag ich wohl falsch. Hetero. Wer hätte das gedacht? Es tut mir leid. Warum? Du bist, wer du bist. Das suchst du dir genauso wenig aus wie ich. Einfach noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt wie dich. Nur es ist halt einfach nicht körperlich. Was hat man wohl davon, wenn man einen will, der hetero-like ist? Scheiß Heteros. Mach dir keinen Kopf.
Ich komm schon drüber hinweg. Ich will aber nicht drüber hinwegkommen. Sicher? Ja. Come closer, tell me. Darf ich mich zu dir setzen? Bitte. Kann ich dich auf einen Drink einladen? Sehr gern. Zweimal dasselbe. Danke. Lass die Flasche ruhig hier. Danke. Ich bin übrigens Patrick. Jan. Schöner Name. Nicht wirklich. Ja, das stimmt. Aber ich kann ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, wie schön ich dich finde. Also was soll denn da noch kommen? Stimmt. Was soll da noch kommen? Ey, jetzt sag nicht, das ist zu wenig. Nein. Das reicht für die Nacht. So lange brauchen wir da nicht. Komm mit, mein Zimmer ist im dritten Stock. Sorry. Wie kann ich so Gefühle haben und nicht schwul sein? Manchmal verliebt man sich einfach in einen Menschen. Ich weiß nicht.
mache ich nicht. Entspann dich. Er guckt nur zu. Genug Ablenkung? Nee. Ist ein richtiger Geschäftsmann. Das muss aber reichen, ja? Okay. Lukas? Lukas? Sprechen tust du nicht besonders viel. Habe ich recht? Wie heißt du? Okay. Macht dir das hier Spaß? Das wirkt nicht so auf mich. Versteh mich nicht falsch, Patrick, ist das völlig egal, ob dir das Spaß macht oder nicht. Aber ich habe halt schon einige Jungs gesehen. Und die, die einfach nur so da liegen, die machen das meistens, weil sie es über sich ergehen lassen. Ich weiß natürlich nicht, warum du das machst, aber ich weiß, dass dir das keinen Spaß macht. Weil mir macht es ja auch keinen Spaß. Das ist eine Überraschung, oder? Da sitzt so ein alter Sack und schaut seinem jungen Freund beim Ficken zu. Was für ein Klischee. Weißt du, irgendwann verliebst du dich und dann wirst du schon sehen, was du alles machst, um den anderen nicht zu verlieren. Können wir? Geh schon mal runter, ich komme gleich nach.
das Geld. Und dann hör auf damit. Du kannst noch bleiben, wenn du willst. Du kannst duschen oder... Zimmer ist bis morgen früh bezahlt. Lass dir Zeit. Schatz, es hat geklingelt. Marion? Hallo, Papa.